Band. Ich würde euch echt danken für diese Augenblicke im ganzen Team. Aber war doch ein scheiß Ende eigentlich, oder? Also eigentlich war es kein Happy End, war ein doofer Schluss irgendwie, oder? Also mal ehrlich, das habe ich zuerst aufgeschrieben, als ich überlegt habe, was sage ich eigentlich zuerst? Weil ich darf ja nicht so viel sagen, weil ihr habt ja keinen Bock, mich ewig labern zu hören. Nein, dann schade eigentlich. Ich laber gerne viel. Ja, scheiß Ende, kein Happy End. Ich muss etwas sagen. Die feiern trotzdem, obwohl der Held tot ist. Und sie singen für ihn. Bevor ich das sage, oder noch ein bisschen mehr davon sage, muss ich klären mit euch, dass die Geschichte, die dahinter steht, eine biblische Geschichte ist. Die kommt aus der Bibel. Die war früher, ist ein bisschen anders gelaufen. Klar, vor 2000 Jahren etwa. Es ist eine Geschichte aus der Bibel, die steht bei den Gleichnissen. Und das ist eine Geschichte von den Weinbergspächtern. Ich lese die Story mal kurz vor, ist nicht so lang, keine Sorge. Die Geschichte geht so. Wenn Jesus zu den Menschen redete, gebrauchte er oft Gleichnisse. So erzählte er, ein Mann legte einen Weinberg an, zäunte ihn ein, stellte eine Weinpresse auf und baute ein Wachturm. Dann verpachtete er den Weinberg an einige Weinbauern und reiste ins Ausland. Zur Zeit der Weinlese beauftragte er einen Knecht, den vereinbarten Anteil an der Ernte abzuholen. Aber die Weinbauern schlugen den Knecht nieder und jagten ihn mit ihren Händen davon. Da schickte der Besitzer einen zweiten Boten, auch den beschimpften sie und schlugen ihm den Kopf blutig. Den dritten Boten des Weinbergbesitzers brachten sie um. Immer wieder versuchte der Besitzer, zu seinem Ernteanteil zu kommen. Doch alle, die in seinem Auftrag kamen, wurden verprügelt oder sogar getötet. Nun blieb nur noch einer übrig. Sein einziger Sohn, den er sehr liebte. Ihn schickte er zuletzt. Vor meinem Sohn werden sie Achtung haben, sagte er sich. Aber die Weinbauern waren sich einig. Jetzt kommt der Erbe. Den bringen wir um und dann gehört der Weinberg endgültig uns. Sie ergriffen ihn, schlugen ihn tot und warfen ihn vor den Weinberg. Was meint ihr, wird der Besitzer des Weinberges jetzt wohl tun?